Ja, lieber Wolf-Dieter, freut mich sehr, dass wir uns jetzt wiedersehen. Ja. Und ich habe euch ja immer in guter Erinnerung Jawohl. nach unserem Besuch gemeinsam mit Clemens bei euch im Allgäu auf dem Selbstversorgerhof. Ah. Ja, so schöne Erinnerungen. Und ja, freue mich, dass wir uns wieder begegnen, auch wenn das jetzt ein trauriger Anlass ist, auch durch den Todestag von Clemens Ja. jetzt am 18. Es ist schon ein Jahr. Es ist schon ein Jahr, es ist unglaublich schnell vergangen doch. Ja, unglaublich schnell, ja. Und aber er ist noch so lebendig auch für uns, so präsent. Ja, klar. Und das ist ja auch das Schöne. Ja. Ich habe heute weiße Rosen und Vergissmeinnicht hier. Die hat mir noch jemand vorbeigebracht als Verstärkung. Sehr schön. Und es gibt ja Jawohl. einige Pflanzen, die uns da auch sehr begleiten können Jawohl. zu solchen Anlässen. Clemens hatte ja auch einen ganz besonderen Pflanzenverbündeten, nämlich den Zirbelbaum, die Zirbelkiefer, Genau, jawohl. die man ja auch Arve nennt, interessanterweise in Ach, das Winterschwaig. stimmt. Ja. Und das klingt ja auch fast wie Clemens Nachname, Genau, Arve. genau. Und die Arve. Die Zirbelkiefer, die steht ja auch für Widerstandsfähigkeit und für das Genau. ewige Leben, weil sie ja auch ihr Nadelkleid nicht abwirft und auch in sehr hohen Gebirgsgegenden noch Genau. wächst und dem Wetter trotzt. Und ja, Genau. deswegen finde ich, ist das Ja. so ein sehr, sehr passender Baum auch für ihn Starker gewesen. Baum. Er Toll. hat ja auch in seiner Doktorarbeit dazu geforscht. Genau. Diese Genau. Terpene sind ja ganz besonders bei der Zirbelkiefer. Ja, es würde mich total freuen, wenn du vielleicht so ein bisschen was erzählen könntest für alle, die vielleicht auch mit dem Thema jetzt so Kontakt haben, mit dem Tod, mit dem Sterben. Es ist für die, die zurückbleiben, ja doch manchmal ein bisschen schwierig. Für die Kinder, die zurückbleiben Ja. oder auch insgesamt. Also ich habe den Clemens in allerbester Erinnerung. Er erschien mal im Allgäu, als ich ein Seminar hatte. Und da habe ich ihn, ich weiß nicht, vor vielen Jahren kennengelernt. Und also was mich an ihm, was ich merkte, ist eine, er volle Wahr, voller Wahrheit, also nichts Falsches an ihm. Und das erinnert mich zum Beispiel an eine indische Legende oder Sage, wo Brahma, der Schöpfer, der ja in die Tiefen schöpft und er brachte Wesen heraus, sehr starke Wesen. Und die einen von denen liebten die Wahrheit über alles. Und sie so in dem Sinne, wie Satyana, Ramanam Satyehe, das heißt, Gottes Name ist die Wahrheit. Und dann andere in der Gruppe, die, ja, die hatten es nicht so, die haben schon die Wahrheit gesagt, wenn es ihnen was nützte. Aber wenn so ihre Interessen anders lagen, dann konnte man die Wahrheit ein bisschen biegen. Und diese wurden dann im Laufe der Zeit zu den Rakshas, den Dämonen. Und man merkt, es ging bis in die Physis. Die hatten dann auch wie Raubtierzähne, die die Gier zeigten und sie waren so verhärtet. Und die anderen, die die Wahrheit liebten, das waren die Devas. Und das heißt mit Licht gefüllte, wahrheitsvolle Wesen. Und auch wir Menschen, wir können in diese oder jene Richtung gehen, aber bei Clemens war es so, er hatte wirklich die Natur, eine devaische Natur, wie ein Deva. Deva kommt, das Wort Div heißt mit Licht gefüllt. Daher haben wir Worte wie Divinität oder sogar das griechische Theos, göttlich, gell? Und das war also bei Clemens, er hat da mit der Wahrheit keine Kompromisse gemacht. Und das war ja auch irgendwie,
so ein bisschen sein Verhängnis in einer Zeit, wo es mit der Wahrheit nicht so ernst genommen wird. Ja, und also so habe ich ihn dann in Erinnerung, und es war immer schön, ihn zu sehen. Was meistens nicht gewusst ist, ist sein musikalisches Talent. Ich hatte den Eindruck, er konnte fast jedes Instrument spielen. Also vom Windhorn, also Didgeridoo, bis zum Klavier. Und er brachte den Flügel in den Wald. Und dann spielte er virtuos, nicht nach irgendwelchen Noten oder so. Und die Seele konnte so richtig mitfließen. So, das ist echt der Sinn der Musik. Und diese Musik, die er machte, war im Einklang mit der Natur. Also er war ein Segen für alle, auch für die Tiere. Er liebte ja die Tiere. Er konnte auch ja mit den Tieren gut umgehen. Er war so ein bisschen wie ein Orpheus, der griechische, ja, was, Sänger oder was, der sogar die Tierseelen mit seiner Musik bewegte. Also das sind so die Erinnerungen, die ich an Clemens habe. Ja, wunderschön. Du hast in deinem Vortrag zur Seele der Natur auch so wunderschön beschrieben, wie das mit der Seele funktioniert, mit der See als ja. Meer, als Urmeer, wo wir ja alle auch ja, zu Hause sind. Ja, das Und, Wort, ja. Ja, in dieser Ewigkeit, in diesem Wellenspiel, ja. Dass nichts verloren geht. Wir sind also aus der göttlichen Ewigkeit hinein projiziert in Raum und Zeit. Und ja, wir sind, es ist so, vielleicht weiß man das, wenn man mal Sterbende begleitet hat, dass sie sich vom Körper lösen. Aber sie sind noch da. Deswegen hatte man 3 Tage in unserem Kulturkreis, 3 Tage Totenwache. Da hat man mit den Verstorbenen gewacht in der Nacht. In Tirol hat man dazu Holunderblütentee getrunken. Denn der Holunder ist ja, das ist uralt, das ist schon vorchristlich. Der Holunder ist der Baum oder der Zugang zum Reich der Frau Holle. Und in vorchristlichen Zeiten in unserer Kultur sind die meisten Toten, Gestorbenen, zur Holle gegangen. Und das wurde dann im frühen Christentum, wurde sie dann zu Hel, und das hieß dann zur Hölle. Aber das ist nicht das. Das ist ein ganz uraltes paläolithisches Bild, das man auch bei den Indianern, habe ich gefunden, in Nordamerika, die kennen diesen Reich, wo die Verstorbenen hingehen und dann von der Holle, oder die Indianer sagen die Großmutter, Cheyenne sagen die Eskeman, das ist die Großmutter, in der Erde, und sie schickt sie dann wieder ins neue Leben und gibt ihnen dann wieder ja, eine neue, ja, neuen Körper. In unseren Märchen, älteste Märchen, die drücken noch aus Wahrheiten aus ganz, ganz lange vergangener Zeit. Und das Märchen von Frau Holle, wo das Mädchen ihren Lebensfaden, die Spindel, verliert und stürzt in den Brunnen und kommt dann auf den Totenweg. Der Totenweg wurde in ganz Sibirien, Nordamerika, sogar bei den Ägyptern, bei den hiesigen Eingeborenen, wurde dann imaginiert als die Milchstraße. Und da wandern die Toten. Und sie wandern hin und kommen dann früher zum Reich der Frau Holle. Und dort haben sie auch ihre Aufgaben, heißt es. Sie zum Beispiel, sie schütteln die Betten, so in dem Märchen. Das bedeutete hier und dort ist, was ein Tag dort ist, ist ein Jahr hier. Und wenn sie die Betten schütteln, dann schneit es. Und das bringt einen Segen. Die kristallenen Kräfte kommen dann auf die Erde herab. Die
Verstorbenen arbeiten am Wetter. Das ist eine uralte Sache. Und sie haben zu tun mit der Fruchtbarkeit. Deswegen ist der Apfel da. Der Apfel als, ja, soll sie ja die Äpfel vom Baum schütteln. Oder aus dem Backofen die Brote holen. Die Brote aus dem Backofen, das war ein Symbol der Geburt. Das heißt, so ein Brot ist ungefähr so groß wie ein Wickelkind und man hält es fast wie ein Kindlein und das riecht gut. Also jede Mutter weiß, wie gut ein kleines Baby, wenn es geboren wird, das riecht gut. Das riecht wie frisch gebackene Brötchen oder Brot. Ja, und das sind so alte Mythen. Also es ist nicht, wie die Materialisten sagen, die nur messen, wägen und analysieren können. Ja, dann hört's auf, dann ist es ein Entsorgungsproblem. Nein, die Seelen bleiben. Unsere Seelen sind ewig. Und sie lassen den Körper, so heißt es in den indischen Veden, sie lassen den Körper zurück wie alte Klamotten, die dann löchrig werden und nicht mehr gut sind, und ziehen dann neue an. Und so nehmen wir einen neuen physischen Körper. Also in dem Sinn bleiben wir und wir haben eine Aufgabe sogar in der anderen Dimension. Und dann bringt uns, eigentlich was uns wieder zurückbringt, ist unser Karma. Karma heißt alte Taten, so Versprechen, die man gemacht hat oder Dinge, die man noch machen wollte. Und so geht das. Also deswegen hat man in vielen traditionellen Kulturen, natürlich vermisste man die Menschen, die gegangen sind. Das ist klar. Aber es war kein Grund zu feiern. Das macht die Toten auch traurig, wenn man da herumtrauert und so, sondern bei den hiesigen Eingeborenen, den Germanen und Kelten und so, da war, und den Slawen, das war dann ein Riesenfest. Und kein, also diese ganze Düsterheit, die hat man da nicht mitgehabt. Es war ein Fest, denn in der ersten Zeit, also da sind die Verstorbenen noch da im Geiste. Eben 3 Tage, auf jeden Fall 3 Tage. In tropischen Ländern geht's ein bisschen schneller, natürlich. Aber 3 Tage sind sie noch da, deswegen die 3-tägige Totenwache. Und wenn die Meditation der Zurückgebliebenen stark ist oder rein ist, dann können sie erscheinen und können zum Beispiel noch einen letzten Segen bringen. Oder können noch Fragen beantworten, die sie nicht beantworten konnten, solange sie noch im Leben waren. Und sie erscheinen dann in nicht, also wenn es alte oder kranke Leute sind, sie erscheinen nicht alt und krank, sondern in ihrer schönsten jugendlichen Gestalt erscheinen sie dann. Und dann langsam lösen sie sich und die Seelen merken dann, dass sie verlassen den Körper. In der Zeit fängt dann an, die Symptome, Leichenstarre und so weiter. Da sind sie schon gegangen. Und in vielen Traditionen, also in Tibet und in Indien, sind sie noch 40 Tage. Sie sind gehen herum. Auch in der Bibel heißt es ja von Jesus, dass er auf dem Weg nach Emmaus ist er seinen Jüngern erschienen. Und sie können überall hingehen. Also ich habe Erlebnisse oder so mit zum Beispiel meinem besten Freund, der war sterbenskrank in Amerika und ich sagte, ja, wenn du wieder gesund bist, besuch deine Vorfahren in Irland und dann komm und besuch uns hier in der Schweiz war das. Und da kriegte ich dann plötzlich einen Brief von dem Basler Chemiker Albert Hofmann. Und der sagte, komm und besuch mich. Also so enges Verhältnis hatten wir nicht, wir waren befreundet. Und ich kam dann
zu Albert, fragte mich, ja, warum? Und er fing an zu sagen, das Wichtigste ist genau hinzuschauen und nicht herumzuspinnen. Und das waren die letzten Worte von meinem besten Freund gewesen. Und da merkte ich dann, er ist gekommen, aber er ist als Geist gekommen. So, und das sind so die Dinge. Und irgendwann, dann gehen sie weiter zu dem Urquell und Urbrunnen und dann kommen sie irgendwann wieder zurück. Aber das ist so eine Zeit, irdische Zeit, so um die 40 Tage. So heißt es auch im Totenbuch der Tibetaner, um die 40 Tage. Und dann lösen sie sich. Wenn sie länger bleiben oder an etwas hängen und nicht loslassen können, dann sind sie die ruhelosen Toten. Und das ist weder für die Seele des Verstorbenen noch für die Zurückgebliebenen gut. Also sie gehen dann, sie gehen und segnen und dann gehen sie weg. Und so sehe ich das zum Teil. Ich habe das auch beobachtet, wenn ich mit Sterbenden oder Toten, die gerade gestorben sind, kann man das erleben, kann man das sehen. Ja, als Clemens gestorben ist, da habe ich ein Naturritual gemacht. Ich habe dann alle meine Kräfte gesammelt und bin wirklich gewandert, habe Blumen mitgenommen und ein paar kleine Gaben und auch einen Ring. Und dann habe ich getrommelt und gesungen in der Natur bei den Kiefern. Und da habe ich ihm auch gewünscht, dass er in die Kiefern ziehen kann und habe mit ihm gesprochen. Das ist ja auch wichtig, dann loszulassen. Ja. Und dann habe ich richtig gespürt, wie er dann auch, ja, er hat das Mittelmeer so geliebt, Wolf-Dieter, das weißt du wahrscheinlich. Und die Palmen. Und als wäre er dann so Richtung Weltenmeer, in die Weltenseele, in dieses Urmeer eingetaucht. Ich hatte richtig dieses Bild vor Augen. Ja, weil er das selbst ja auch so geliebt hat, die Natur. Und für mich war klar, er ist dort. Genau, und es ist so, dass wenn man wirklich sich mit ihnen verbindet, sagen wir ein kleines Ritual macht oder Licht anzündet oder kleines Opfer, Gabe, Brot oder was macht, da sind die Verstorbenen sehr dankbar. Ganz, ganz wichtig. Das ist, im Englischen hat man den Begriff, der kommt, ja, auch ist uralt, kommt aus den angelsächsischen und keltischen. Das ist von den dankbaren Toten. Ja, und die segnen. Die Zeit traditionell in diesen Ländern ist ja, Samhain bei den Kelten, oder heute haben wir es als Halloween, verstehen das nicht mehr. Und das wurde dann in einem Mysteriendrama, kann man sagen, wo junge Leute und Kinder gingen dann rum und klopften an die Tür und sagten, gebt ein kleines Geschenk oder wir treiben Schabernack. Also Trick or Treat hieß das. Und dann wurde ihnen meistens früher Äpfel und Nüsse. Denn das ist, was die Menschen durch die kalte Winterszeit trägt. Das sind Symbole des Lebens. In der Bibel kommt der Apfel nicht gut weg, aber das ist nicht den Apfel, den wir kannten. Das ist der Granitapfel oder Granatapfel ist das und hat eine ganz andere Bedeutung. Und da in der Tradition, der christlichen Tradition heißt es, alles Übel kommt von Apfel, weil Eva ja den Apfel von der Schlange genommen hat und hat es Adam zu essen gegeben und das blieb ihm im Hals stecken, deswegen hat er einen großen Kehlkopf, Adamsapfel. So ist das. Aber die Sache ist, der Apfel ist ein Symbol des Lebens. In der germanischen Mythologie gibt es die Göttin Iduna, und sie bringt jeden Tag den Göttern Äpfel und das verjüngt die Götter. Und wenn die Äpfel weg sind,
dann werden sie alt und sind in Gefahr des Sterbens. Also das ist so das Mythologische. Deswegen hat man auch dem kleinen Spanferkel, was ja bei den Nordvölkern ganz wichtig war, als eine Art Kommunikation mit den Göttern und Ahnen, hat man dem Spanferkel immer einen Apfel ins Maul getan, damit das Ferkel wiedergeboren wird. Das sind so diese Geschichten. Also das ist natürlich bei den nordamerikanischen Indianern ist es ein bisschen anders. Da gibt man vielleicht Mais oder so. Aber hier gab man gerne Äpfel. Deswegen trägt der Weihnachtsmann auch Äpfel in seinem Sack. Äpfel und Nüsse. Und Nüsse sind auch so eine Art Kraftfutter. Und das machte man noch zu Halloween und zu dem Totenfest, also das aller Seelen, aller Heiligen, wurde es ins Christentum übernommen. Aber zu der Zeit, wenn es dunkel und trübe wird, und so, es kommt November und das Leben schwindet, dann heißt es, da gehen die Toten oft um und da gibt man dann ein Geschenk, also Äpfel und Nüsse bestens oder auch andere Sachen und zündet ein Lichtlein an. Und ich denke, das sind alles gute Bräuche, die heutzutage kaum verstanden werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig für uns Menschen, auch Rituale zu haben. Früher war das ja sehr verankert auch in unserer Kultur. Und mittlerweile haben wir diesen Halt nicht mehr. Du hast ja dieses wunderschöne Buch auch geschrieben, Naturrituale. Ach, das, ja, was ich ja schon ganz lange habe, noch in der alten Auflage. Ach, ja. Und du beschreibst ja die Puja, diese Rituale, wie sie in Indien praktiziert werden. Ich habe es eher in Südamerika gelernt von den Quechua, Despacho, also Ofrenda a Pachamama. Es ist aber auch ganz ähnlich mit den vier Elementen. Und sehr erdverbunden, die Spiritualität und immer im energetischen Austausch mit dem Spirit, mit dem Göttlichen in der Natur. Und ich finde, dass wenn wir die Jahreszeiten beobachten, wenn wir die Natur, die Kreisläufe beobachten, auch im Garten oder im Wald, dann können wir ganz viel lernen, auch für unser Menschenleben. Denn es ist ja auch, unser Menschenleben ist ja auch wie ein Jahreskreis. Vom Frühling sind wir klein, Babys und werden erwachsen und dann irgendwann kommt der Winter und dann verwelkt eben auch die Natur und so ist es ja auch mit dem Leben. Dann kommt der Schnee auf die Berge. Genau, und das kann einem ja auch Frieden und Trost schenken, dass man sich zu Hause fühlt in diesem Kreislauf. Und ich finde, unsere Gesellschaft hat das ein bisschen vergessen. Wir wirtschaften, wir tun so, als wäre alles, die Ressourcen wären unendlich, nur exponentielles Wachstum und Gewinn. Und aber das Leben, und die Natur, die Erde, die funktioniert ja immer in Kreisläufen. Und ich glaube, es ist wichtig und gesund, dass wir uns daran erinnern. Ja, wir kommen ja aus der Natur. Wir sind nicht irgendwelche Aliens, die hier reingebeamt sind. Ja, vielleicht einige, aber im Grunde genommen, wir sind durch die Natur geschaffen, wir sind ein Teil der Natur und wir sind ein Teil, wo die Natur in uns sich selber bewusst wird. Also wir schauen die Naturgöttin kann man sagen, an und sagen, ach, bist du schön. Also das ist so zum Teil unsere Aufgabe und jedes Tier, jede Pflanze hat ihre Aufgaben. Und Pflanzen, die haben die Aufgabe, Tiere und Menschen gesund zu halten. Das sind die ersten und besten Heilmittel überhaupt. Denn wenn der Mensch geistig nicht gesund ist, dann macht er nur Unsinn. Und das jetzt in einem ziemlich, sagen wir, Kali-Yuga-artigen Zeitalter, ist das schon der Fall. Das ist ganz wichtig, dass es Menschen gibt, wie auch der Clemens es war, die das Licht weiter tragen durch diesen Weltenwinter, kann man sagen. Das ist ja ganz interessant, was du sagst mit dem Märchen von der Frau Holle. Ich hatte das auch in der Germanistik an der Uni mal, hatte ich meine Arbeit dazu. Und es ist sehr spannend, dass die eleusinischen Mysterien aus Griechenland mit dem Mythos von Demeter und ihrer Tochter Persephone ganz ähnlich ist. Die Persephone, die ist ja von dem Granatapfel
den ihr Hades gibt. Hades ist ja der Ja, Totengott der ja, Unterwelt. ja. Und deswegen geht sie dann immer im Winter zu ihm hinunter ins Totenreich, weil sie von dem Granatapfel gegessen hat. Und dann im Frühling kommt sie wieder und Demeter trauert aber jeden Winter und dann wächst nichts mehr auf dem Acker. Aber wenn Ja, Persephone ja. zurück zu ihrer Mutter kommt, dann kommt der Frühling. Und so denke ich Ja. mir, haben die Menschen sich das immer erklärt, Ja, diese ja. Kreisläufe von Leben und Tod in allen Jede Kulturen. Kultur, genau wie jede Kultur mehr oder weniger ihre Sprache haben. Die Sprachen sind völlig verschieden, aber man kann alles mit einer Sprache ausdrücken. So haben sie auch metaphysische Systeme, also um die geistige Welt, um die spirituelle Welt zu erklären. Und ja, hier da wurde die Seele gesehen als fliegende Wildgänse, die mit im Einklang mit den Jahreszeiten von Norden nach Süden, also im Frühling gehen sie nach Süden und dann, wenn der Winter wieder kommt, nach Norden fliegen sie. Oder als Schwäne, das ist auch zum Teil in den slawischen Gesellschaften, als unsere Seelen können fliegen und die wurden so imaginiert. Aber wenn man Kulturen hat, sagen wir mal, ja, in Südafrika oder so, wo es keine Schwäne und keine Wildgänse gibt, dann nimmt man andere Bilder, aber die sind genauso wahr. Also das ist auch, das ist heute eines der Probleme, dass alle denken, na, es muss alles gleich sein, one world, aber das ist nicht so. Für uns hier in Europa war der König der Wälder der Bär. Wenn man einen Bären kennt und begegnet, dann weiß man, das stimmt. Die Bären haben sogar, da gibt es, es wurde aufgenommen, haben sogar Wölfe, die einen Elch gerissen hatten oder ein Hirsch, der hat die vertrieben und er ist der König. Wölfe, Bären, Raben und so weiter bevölkern die Bilder, also bevölkern die Seelenwelt. Wenn man im Amazonas ist, hat man das nicht. Da hat man dann den Jaguar und er ist sozusagen der König des Urwaldes. Und dann hat man die Anaconda. Und man hat die Blattschneiderameisen und das wahre Geistige kleidet sich dann in diese Bilder für die Menschen. Und genauso hier. Und ja, und das sind alles wahre Bilder, alles wunderbar. Deswegen finde ich dieses Stichwort biokulturelle Diversität auch so spannend, was einfach darauf aufmerksam macht, dass unsere Kultur, unsere Identität auch ganz stark von unserer Umwelt, von dem Ja. Naturraum geprägt ist, in dem wir leben. Und diese Genau. Vielfalt gilt es zu bewahren, nicht nur die Artenvielfalt Ja. in unserem Ökosystem, sondern auch diese kulturelle Vielfalt. Die kulturelle Vielfalt, auch die Sprachen. Jede Sprache ist ein Fenster zu dem großen Mysterium, zu der Wirklichkeit. Und deswegen ist auch wichtig, dass die Sprachen erhalten bleiben. Und ja, mit einigen Sprachen, ja, dann zeigen sich mehr besondere Aspekte, die in anderen Sprachen weniger zum Vorschein kommen. Deswegen ist, und ich merke das, wenn verschiedene Sprachen, sogar in ganz nah verwandten Sprachen wie Englisch und Deutsch, da kommt man anders an die Wirklichkeit ran im Deutschen als wie im Englischen oder ein bisschen Spanisch kann ich auch. Und das ist wiederum, und das ist ganz wunderbar. Ja. Das finde ich auch. Es bereichert den Blick. Es öffnet die Sicht auch ein bisschen. Du sprichst ja sehr, sehr viel davon auch, dass dieser neue Zugang zur Natur auch bewirkt, dass wir unter die Oberfläche der Dinge kommen und anfangen zu kommunizieren mit der Beseeltheit der Natur. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Eigentlich haben das die Menschen schon immer gemacht. Das war also ich kenne mich aus, weil ich in Nordamerika gelebt habe und viel mit den Native Americans, Indianern zu tun hatte.
Aber die können kaum verstehen, dass die Siedler, sei denn welche, die in den Appalachen, wohnen und diese Verbindung haben, oder einige ja, Südstaaten Schwarze, die wirklich mit der Erde noch zu tun haben. Aber die Modernen, die laufen dann, oder als ich damals war, mit dem Walkman oder ich heute Knöpfe im Ohr, durch die Natur, wum, 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 und hören keine Vögel mehr singen. Und sie nehmen den Rhythmus der Natur gar nicht richtig auf. Oder die sind so drin in ihren, ja, ihren Köpfen, besonders die Europäer, die sind dann so drin in ihren Köpfen, dass sie auch nichts wahrnehmen. Das ist wie, ich vergleiche das immer mit der Autobahn, dass man fährt da durch. Ich würde gerne mal auf der Autobahn anhalten, weil das sind hochinteressante Pflanzen im Mittelstreifen. Das sind oft Neophyten, die dort eine besondere Nische gefunden haben. Zentralasiatische Pflanzen mit sehr viel, die Salz vertragen können, wird ja dort auf den Autobahnen im Winter gesalzen und die Temperaturunterschiede vertragen kann. Dann hochinteressante Pflanzen, die da sind. Ich würde gerne halten und gucken. Deswegen freue ich mich, wenn ein Stau ist, dann, wo man aussteigen kann. Ja, ja. Und es ist, wir leben in einer Zeit, wo es fast unmöglich ist, in diese entspannte, meditative Haltung zu kommen, wo die Verbindung, wo die Kommunikation möglich ist. Das ist wie auf der Autobahn, kann man sich nicht mit den Pflanzen, die man sieht, verbinden. Man rast durch, da sieht man nur grün. Und das ist für die meisten uninteressant. Dabei sind da ganze Welten, die da still schweigend stehen. Und das ist eigentlich unser Geburtsrecht. Das ist nicht nur wichtig für uns und unsere seelische Gesundheit, sondern es ist wichtig für die Natur. Es ist nicht so, wie heute gesagt wird, zu viele Menschen, die Menschen sind wie ein Krebs auf der Erde. Und es gibt ja Gedanken der Bevölkerungsreduktion. Das ist, es ist nicht so. Es ist so, dass wir mit unserem Interesse und unserer Liebe zur Natur geben denen eine Art geistige Düngung. Wir geben denen Energie. Ein Problem ist, wenn der Mensch völlig abgestumpft ist und nur Konsument und Zerstörer von der Natur. Das ist das Problem, aber nicht den Menschen an sich. Die Natur, wir sind Teil der Natur, wir sind wie ein Organ der Natur und die Natur braucht uns. Genauso wie sie die Tiere braucht und die Pflanzen. Nicht ersetzbar durch künstliche Intelligenz oder sowas. Das stimmt. Ich hatte ein sehr, sehr spannendes Gespräch auch mit dem Hirnforscher Gerald Hüther, auch jetzt zum Todestag von Clemens Arvey, und er hat genau dasselbe betont, aus seiner Perspektive eben, wie wichtig es ist, dass wir nicht mehr so gespalten sind, dass sich wieder Seele, Herz und Verstand verbinden können in diesem mechanistischen Weltbild, was wir hier in der westlichen Kultur haben, da sind wir in einer inneren Spaltung, sagt er auch. Ja, und gespaltet von der Natur. Also wenn man die Kinder nur einsperrt und vor Bildschirmen sitzt, das ist eigentlich für die Seele nicht gut, ist aber auch für die Natur nicht gut, weil die können sich dann nicht verbinden. Das ist wichtig. Und wir sind Teil, wir sind verbunden. Schon der Atem. Also wir atmen den Sauerstoff ein. Wir könnten gar nicht leben ohne den Pflanzen. Wir atmen ein und wir atmen nicht nur Sauerstoff ein, sondern in Indien sagt man Prana oder hier sagt man Od. Ist überhaupt verwandt mit Odin. Er ist der Wind, der Geist. Das atmen wir ein. Und dann atmen wir aus, und das ist auch ein Segen für die Natur, denn was wir ausatmen, ist CO2, und das ist das wichtigste Pflanzenfutter. Ohne CO2 könnten Pflanzen nicht leben. Jedes Blatt,
hat auf der Unterfläche, weil CO2 natürlicherweise ein kleines bisschen schwerer als bei einem Faktor von 1,5%, kleines bisschen schwerer als normale Luft, aber da nehmen die Pflanzen dieses CO2 auf und aus dem Kohlenstoff bauen sie ihre Leiblichkeit. Deswegen kann man Holz brennen. Holz ist ja ein Speicher von Kohlenstoff, ist wie Kohle. Wenn man es brennt, geben sie das wieder, was sie von der Sonne bekommen haben. Also ein Feuer ist Sonnenlicht aus vergangenen Jahren. Und ja, und das ist genau, was wir mit der Verdauung tun. Wenn wir essen, dann oxidieren wir das, was wir essen. Und das heißt, wir geben Kohlenstoff wieder ab, Form von CO2, geben wir ab und die Pflanzen nehmen das auf. Das ist wie Hand in Hand, das ist wie Yin-Yang. Das ist ein Zusammenwirken der verschiedenen Lebensprozesse. Ja, genau. Also schon im Atmen sind wir verbunden. Und dann mit unserem Bewusstsein können wir verbunden sein. Und wenn wir die Seele öffnen, was kommen da für wunderbare Mysterien rüber und so weiter. Und das ist, was ich auch an Clemens schätzte. Er hatte seine Seele offen und kommunizierte. Ich habe das gesehen mit dem Wald und er antwortete oft mit Musik. Mit Musik. Das tut den Pflanzen. So wie die Vögel ja auch im Wald. Wie die Vögel im Wald. Melodien antworten. Genau. Und die Indianer, wo ich lebte, das sind die so verschiedene Algonkienstämme, Irokesen, die sagen, wenn Vögel singen und Grillen zirpen, geben sie Orenda oder Kraft an die Natur, dass die Pflanzen besser wachsen und die Früchte besser reifen. Und da denkt man, ja, das ist ja, irgendeine Fantasie, stimmt aber nicht. Da gab es einen, wie hieß der, Carlson oder so, der hat dann in den Orangenhainen in Florida diese endlose Orangenhaine und mechanistisch behandelt, durch das Gift sind keine Vögel mehr gewesen. Und da hat er irgendwie die Idee gehabt, er beschallt die Orangenhaine mit Vogelgesang. Da ist die Ernte, ich glaube, 20% besser gewesen. Die Apfelsinen gesünder und hatten mehr Vitamine. Also es hat alles Sinn in der Natur. Und auch wir haben diesen Sinn, ja. Ja. Wunderschön gesagt. Es kommt alles auf das eigene Bewusstsein an, wie wir mit den Dingen umgehen. Und das kann sehr heilsam sein, ja, wenn wir in diese Harmonie, in diese kosmische Harmonie uns integrieren und einfach erkennen, ja, dass wir Teil dessen sind, dieser Ordnung. Genau, also nicht nur individuell, sondern auch kulturell, dass die Kulturen gesund sind, dass sie wieder in Dialog mit der Natur treten. Gut. Ja, ich möchte dich zum Abschluss noch fragen. Also ich habe mir drei Fragen überlegt, die ich auch an alle Zuschauer stellen möchte. Ich schreibe die auch in die Kommentare. Drei Fragen zu Clemens, weil es mir auch ein Herzensanliegen ist, dass er im kulturellen Gedächtnis bleibt. Ja. Im kollektiven Bewusstsein. Die erste Frage ist, wer war Clemens für dich mit einem Schlagwort? Ja, Freund. Und die zweite Frage ist, für welchen Aspekt seines Lebenswerks bist du ihm besonders dankbar? Zum Teil für seine Bücher, aber auch für seine Musik. Das darf nicht vergessen werden. Und die dritte Frage, inwiefern lebt er für dich weiter? Ja, alles hat seine Wirkungen. Man nennt das auch Früchte des Karmas. Und was er getan hat, was er geschrieben hat, was er gesagt hat, das
wirkt immer noch. Ja. Vielen lieben Dank, Wolf-Dieter. Ja, gerne. Ja, es war wunderschön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Für diese Begegnung. Ich sende dir ganz liebe Grüße ins Allgäu. Danke und liebe Grüße an dich und an deine Arbeit, dass es gut gelingt. Vielen, vielen Dank. Ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Thank you.